Für Full HD Cam. Lange hast du das? Ja. Also du meinst, wenn ich jetzt streamen will, muss ich so eine Cam haben. Nein, die ist gar nicht gut. Doch. Ey. Er war im Modus, sag doch. Was geht? Sio warten. Wie bei ihm zu gucken. Er ist richtig bad. Spielt er nicht. Er ist so kill, dass er nicht mehr zu gut gesucht hat. Komm, hol dir noch mehr. Hol dir noch mehr. Wir haben schon 5, aber ich will noch mehr holen. Oder 4. Fick, ich spiele auch nicht mal. Ja. How fast are the tickets selling? Probably really fast though, right? The tickets? Yes. I don't know, you can buy like day tickets as well, you know, but the seats are sold really fast. Kadir, what is your feedback about girls? Mistakes were made. Not me. Kadir, try it again. Let's go. Try it. Oh, toll. Ich muss mehr üben. No, I don't. Hunderte alten Gruß, den ihr wahrscheinlich noch alle kennen werdet. Ne? Ich sag, was das Handwerk ist. Ihr sagt Abu, Kenner. Also, damit wir die schon mal richtig einschüchtern da drüben, ne? Kommen wir gleich noch zu den anderen. Spanier! Was ist euer? No. Spanier! Was ist euer Handwerk? Peter, auch von dem nächsten Sponsor, ne? Lassen sich, können Sie die Fußstapfen von Spin treten. Weiß ich nicht. Das Schöne ist ja, ich habe das Mikrofon und ihr nicht. So, das heißt, Sie hören ja nur mich, ne? Ihr wisst ja übrigens, Samsung hat jetzt hier die Möglichkeit, man kann sich die T-Shirts waschen lassen, ne? Also da würde ich durchaus vielleicht mal, ne? Also, aber ich denke, man kann das ganz diplomatisch regeln. 1 gegen 1 ist so ein bisschen internationaler, ne? Internationaler Gerichtshof in League of Legends. Dementsprechend, ja, ich würde dir noch natürlich die Möglichkeit geben, auch eigene Worte zu fassen. Ja. Reicht dann auch wieder? Würde ich sagen, geh mal, Ich würde mich nicht geben. Ja, natürlich, wir wissen alle, ne, so lassen. Richtig verloopt. Keine Chance, wir machen die Platz für uns. Ich könnte sogar mit Salz in der Umgebung gewinnen. Oh! Ich glaube, du sollst deine Augen aufmachen. Weißt du, was ich picken werde? Mayfall. Fula Pereira! Also du zuerst. Ja. Bones, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns an die Kampfrechner. Und ich bin nicht zu hart zu denen, ja. Ich gebe dir eine Chance, eine realistische. Nee, mach ich nicht. Ha. So, also die beiden dürfen sich jetzt positionieren. Das ist quasi der erste Plan. Die klären ihr Beef. Das Ganze wird wahrscheinlich im Best-of-3-Format laufen. Na, auf der Ara-Map, schönes 1-1er. Daniel,
please, gib uns Ton auf den Headset. Siehst du ihn? Nein, da ist er. Doch, da ist er. Er liegt dort. Wir reichen. Aber wir gehen mal ganz schnell in die Kräftigung und Bandphase rein, wenn es schlecht ist. Und ja, ich glaube, die sehen das, glaube ich, gegenseitig nicht. Nee, nee, die sehen das nicht. Aber erstmal man überlegt ganz schön lange auf Solas Seite. Das könnte die Aufregung sein. Völlig mannerlos. Hat ihr jetzt die Lifestyle-Variante gesetzt mit dem Hammer? Das ist auch ein super starkes Start-Item, kann ich Ihnen empfehlen. Zack, da kommt die Ult. Okay, kann man machen. Die Puck-Variante war geil. Oh, er will es! Tod mit dem Time! Da macht er einfach mal den Sola. Was ist denn da los, mein Junge? Mach doch mal die Augen auf! Ja, erstes Game, cool, Tryhard. Ja, dann würde ich sagen, die erste Runde offiziell natürlich an Souls gegangen. Sehr, sehr schön. Ja, wir gehen aus der ganzen Geschichte raus. Ja, brutal. Na, er ist ein kleiner Sylas Main. Finde ich natürlich höchst attraktiv. Aber die Frage ist, wie geht es? Das kann man nicht auf sie sitzen lassen, oder? Was machen wir denn jetzt? Ja, denkst du, das ist machbar? Ja, nee, das ist genau, das ist schon mal gleich, da ist die andere. Wir machen im Anschluss vielleicht auch nochmal eine Runde mit Zuschauern, habe ich mir sagen lassen. Ja, in einem Matchup Range gegen Mini Klepto mit eben, aber das bringt halt im 1 gegen 1 nichts. Stimmt, ich hab mal Fragen. Wer ist für Sola? Wer ist für Sio? Ist so ein bisschen ruhig geworden. Wer ist für Turmbeutel? Das sind sie wieder alle, ne? Wenn man wieder kommt. Da müssen wir auch mal drüber. Mega-Guide. So, sind ja wieder dabei. Das sollte möglich sein. Und man sieht es, na, der eine muss Spells treffen, der andere drückt einfach nur Q. Ein bisschen anfangen. Xio hier mit Problem. Aufgewacht. Ich glaube, er muss über das Level 6 All-In gehen. Man sieht ja, wie schnell das geht. Muss hier jetzt ein bisschen hoch rein. Los. Go! Ult! Aber ich glaube nämlich, er hat nicht Damage mit dem Dive. Ich muss auf jeden Fall das Q-Flash. Ja. Macht er nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das war der Zauber! Sola gleicht aus Zio. Ja, er hatte sich zu drauf treffen lassen. Seit der Endwerk vom Flash müssen wir schon vorher all-in. Ganz stark adaptiert. Hätte ich gedacht, dass Sola wirklich sein Gehirn benutzt. Nein, ja, davon hätte man auch schon. Ich nehme jetzt einfach den Champion der Rage. Das ist natürlich gut machen. Not bad. Wussten Sie das Frage, wechseln Sie nochmal? Nee, ich habe jetzt vorher gesagt. Und soll Sio wieder Ihre herstellen? Ja, ich glaube, er will sie wieder herstellen. Nein, er liegt. Das ist jetzt erstmal Ihre genommen. Ist ja, er sieht es komplett weg. Na, und das ist natürlich die Frage, wie kriegen Sie die beide sind mittlerweile mit Level 6 geworden. Das ist eigentlich so langsam der Moment, wo man sich prügeln darf. Ich meine, das sind genug Fassaden da. Sio! Ich sag mal, die neben mir standen, die werden auf jeden Fall ein mittelschweres Erdbeben auch wieder erlebt. Das war auf jeden Fall da. Aber ich meine, am Ende ist 1 gegen 1 ist halt immer ein bisschen random so. Aber war geil, war recht close und hat auch immer Bock gemacht. Aber es hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können. Es war komplett 50-50. Ich muss aber trotzdem wissen, was er dazu sagt. Ja, aber für ihn ist es halt hart. Ich meine, für uns hat sein Job 1A gemacht. Ja, das ist das Main. Das aber, ich meine, das mit dem Morphhead kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, das war hart. Ja, das war nicht einfach kaputt geworden. Aber was ist mit dem Yasuo da passiert? Weil du hast ja als erster die Ult ausgeworfen. Das heißt, du hast die ganze Zeit Penetration gehabt. Also, mein erstes Problem war, als er seine Summoners gewastet hat, wollte ich ihn auch nehmen, aber meine Summoners waren nicht auf Smartcast. Und ich wollte die ganze Zeit Drückoption nicht benutzen. Das ist shit. Und naja, dann hat er mich am Ende immer outplayed, also soll ich sagen. Ich bin ja auch gewonnen, erst bei Galileo und jetzt hier. Oh mein Gott, das ist halt wirklich einfach der absolute Tode. Falls ihr nochmal die Möglichkeit euch zu rächen, mehr oder weniger. Und zwar wollen wir jetzt gemeinsam mit euch zocken. Der gute Sola und Xio werden jetzt also sich Teams rausfischen. Die Elo-Frage wird heute sehr häufig gestellt werden, by the way. Ja, und natürlich eine entsprechende Runde. Ich spiele. Warte. Und dann. Ja, dann wird das Ding sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir geben den beiden jetzt einfach weiter. Ich würde auch sagen, Jungs, sucht euch mal ein paar Spieler raus. Wer von euch will Sola zerstören? Ja! Was? Ja!
Okay, haben wir schon mal besetzt. Von euch ist Diamond. Ja, die hatte hier! Alle sind Diamond. Alle sind Diamond. Lass die Hände oben für dich. Ja, hier! Du wirst schon mal. Du wurdest jetzt von deinem Freund gecarried, also carriest du okay? So. Nehmen wir mal jemanden von weiter hinten. Da hinten? Ja, da genau. Du hältst gerade irgendwas nach oben. Komm mal her. Ja! Yeah.